Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Transport Fever. Ich grüße euch. Schön, dass ihr den Weg wieder hergefunden habt. So. Okay, wir haben hier ein bisschen Stau gerade noch. Da ist uns, glaube ich... Ja, da hängt einer dem anderen hinten dran. Oh, die schauen aber auch ganz schön schlimm aus mittlerweile. Wir haben auch schon ein paar Jährchen am Buckel. Guckt euch mal die Roststellen hier überall an. Gar furchtbar. Von die anderen jetzt raus. Jetzt sollte es besser werden hier. Und natürlich kommen jetzt auch wieder neue Leute hier an. Denn die steigen natürlich da auch aus, ganz klar. Ne? So ein Zug hat natürlich auch ein bisschen Verantwortung. So, den halte ich jetzt mal ganz kurz an, weil wir haben jetzt gerade keine Wahl, als den mal kurz zu pausieren. Bis der zumindest mal hier hinten der andere durch ist. Sonst können wir auf unsere Hauptroute einpacken. Schauen wir mal schnell. Hier bei den Gütern ist natürlich auch die Hölle los gerade. Okay, aber es schaut besser aus. Oh, da kommt auch tief rein. Da nimmt auch ein paar Baumkronen mit. Der gerade gemacht. Notbremsung. Okay. So weit, so shiny. Und. 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 Action. So, los geht's, Jungs. Ihr seid im besten Takt aller Zeiten. So, was haben wir hier noch stehen? Nächstes Problem, was ich gerade sehe. Okay, da sind auf der Schwerte Coswig relativ viele, aber auf der Bretterschwerte genauso viele. Warum ist das so? Schaut ihr euch wieder an? Nö. Die Bretterschwerte hat halt einfach nur das Problem, dass sie hier auf demselben Gleis landen muss. Dieser Bahnhof ist massiv unter Druck. Also da ist das ist wirklich schon nicht mehr schön, sondern das ist schon wirklich ouchy, ja. Weil hier kommt wirklich Stress an. Also hier ist wirklich permanent Beladung und Entladung und so weiter. Und selbst wenn der jetzt rausfährt, der nächste hängt schon hinten dran und würde ganz gerne. Aber die teilen sich hier halt auch wirklich echt ein einziges Gleis. Und ich glaube, ich kann diesen nicht mehr weiter. Nee, der geht nicht mehr weiter, leider. Und der nimmt aber auch nichts mit hier rauswärts. Das finde ich ein bisschen schade. Fordert diese Fabrik nichts an? Ah, die hat noch zu viel. Und das kriegt der noch? Das könnte er wegkriegen. Also das klappt schon ganz gut. Wenn die Fabrik braucht, dann kann sie haben. Was mit dir? Ah, belädt's gerade noch. Richtung Schwerte. Also Warenschwerte. Und Zubringer. Nimmt aber auch relativ viel mit. Das ist auch okay. Kann ich jetzt wunderbar mit leben. Wir haben wieder eine Lebensdauer. Das ist so eine Sache, die wird jetzt häufiger passieren, meine Lieben. Denn wir haben halt einfach vor einer gewissen Zeit relativ viele LKWs noch zugekauft und haben die nie mehr aktualisiert. Infolgedessen wollen die natürlich jetzt alle mal ein bisschen erneuert werden, was ja auch völlig okay ist, weil damit können wir nämlich die ganzen alten Trucks rausbekommen und können die gegen richtig geile neue Sachen tauschen. In dem Fall werden da relativ viele hier, glaube ich, dabei sein. Noch haben wir keinen ganz neuen gesehen, im Augenblick noch nicht zumindest. Kommen die eigentlich mit irgendwas? Ach, Rohöl, ja, das ist nicht schlecht.
Was mit euch? Warenschwerte? Gibt auch noch keinen aktuellen Fahrzeugersatz drauf. Ist das so ein dunkelbrau, grau, sowas. Okay. Ja, die sind schon knackig voll. Da tut's, glaube ich, mal so eine neue Geschichte auch ganz gut. Ja, also für einen Verteiler ist das in Ordnung. Jetzt gucken wir mal, die Lebensmittelfabrik hier macht mir ein bisschen Sorgen. Die nehmen das hier mit und bringen das hier rein. Auf dem Dotarzt geht's nicht mehr weg, oder? Lass mal schauen. Welcher ist denn das? Welche Geschichte? Das ist die Brot-Bernau-Geschichte. Und die verteilt sich hierher. Und was geht in die Stadt rein? Die Waren-Bernau-Geschichte, okay. Und Waren-Bernau 2 auch. Okay. Also es könnte hier durchaus ein Transit von Brötchen auch stattfinden. Zumal hier relativ viel im Lager auch ist. Was ist mit dem Zeug? Wo geht das hin? Ja, die produzieren schon. Okay. Das ist halt, das schwankt halt nur ein bisschen sehr. Die werden jetzt wahrscheinlich gleich wieder anfangen, Brötchen herzustellen. Gehe ich zumindest ganz stark von aus, dass das wieder wie so wie immer ist. Die haben sehr viel im Lager und plötzlich hauen sie es alles raus. Okidoki. Asla läuft. Ich würde ganz gerne an unser bestehendes Flugnetz noch eine Anbindung ranbauen. Und zwar irgendwo hier hinten. Ich glaube, Bernau wäre eine schöne Strecke, um nochmal anzubinden. Dann könnten die nämlich hier besser rumfliegen. Dann könnten wir hier nochmal ein Hopping machen. Aber hier in Bernau selber haben wir ja auch nicht viel eigentlich. Da ist zwar so ein kleiner müder Bahnhof, aber mehr haben wir ja auch nicht, ne? Bisschen. Ja. Nö, eigentlich, das passt soweit eigentlich. Die kommt auch endlich mal wieder hier ein bisschen in die Gewinnzone. Nicht stark, aber ein bisschen. Das reicht mir persönlich auch gerade. Der Verteiler hier, der läuft erstmal. Da will ich gerade nicht rumfummeln. Ah, wobei, da würde ich ganz gerne mal rumfummeln. Warte mal. Wir könnten auch mal gucken, ob wir mal die Züge, die hier vorne rumgeistern, ob wir die mal ersetzen könnten. Lass mal schauen. Das ist hier die Brotlinie. Die Brotlinie hat keinen anderen Auftrag. Nee, die soll wirklich nur Getreide und Brot bringen. Okay, dann fangen wir mal mit der Linie an. Die können wir eigentlich laufen lassen dabei. Die Brotlinie. Die werden wir auf einer Aktualisierungsroute draufsetzen. Mit einer sehr starken Lokomotive vorne dran. Einfach nur wegen dem Anzug, damit die schneller wegkommt. Was haben wir hier? Universallok 6-4 ist natürlich ein hartes Eisen, ne? Geeignet auch von schweren Güterzügen. Also die 101er-Nummer, die gefällt mir eigentlich ganz gut, auch wenn die nie sich ausfahren kann auf der Linie. Ja, aber die ist nicht so stark. Die haben keine 6000 auf der Kiste. Die 182, die Universallok, aber die ist mit 3 Millionen sehr teuer. Und die weiß ich nicht, ob die das hergibt. Die Eurocargos sind auch relativ teuer. Die ÖBB ist auch gleich, ist alles der relativ selbe Preis für selbe Leistung. Lass mal schauen, 4.2 Cargo, das sind alles 4.2, aber die kosten halt nicht so die Welt. Was kosten uns die 100, Quatsch, die 101er? Auch relativ ähnlich teuer. Ja, aber relativ teuer ist halt auch teuer, ne? Die Regio-Geschichte, das ist eher... Was hinten? Durften bla bla bla, okay. Ach komm.
Nehmen wir das Ding in Brot verarbeiten. Und was hast du gemacht? Ich habe einen Zug gebaut, der ist brotfarben gewesen. Okay. So, wir nehmen jetzt mal, was kann der mit der Brot? Muss auf jeden Fall mitnehmen. Getreide. Und das kann man nur in den Kisten machen. In den Hoppern. Lebensmittel und Getreide 24, 19. Die könnten hier mehr mitnehmen. Das wäre natürlich geil. Mir geht es ja auch nur mit der starken Lok. Mit der starken Lok geht es mir einzig und allein um den Anzug, dass die schnell aus dem Depot rauskommen. Jetzt gucke ich mal gerade, ob wir noch offenen Güterwaggon haben. 18 schafft der. Lass mal ganz kurz gucken, dass wir das auch zusammen fahren können. 18 ist so momentan der Peak. Dann gucken wir uns mal ganz kurz die Dinger an. Getreide 24. Das schaffen die alle drei. Der schafft es auch nicht. Getreide. Im Übrigen, die sind auch ziemlich cool. Im Verhältnis sind die ja relativ gleich, aber nur ein bisschen anders. So. Genug der Verwirrung. Okay, dann machen wir das jetzt so. Dann kommen jetzt da die dran. Eins, zwei, drei. Wie viel haben wir da im Schnitt dran? 13 und 12. Also ich finde die Idee mit 12 zu 10 eigentlich ganz gut. Das sind 3, 6. Oh, warte mal. Wo ist mein Zug hin? Ach, den sehe ich hier auf der Aktualisierung gar nicht, oder was? Ach nee, doch da. Okay. 3, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12 und dann hauen wir jetzt nochmal, jetzt gucken wir nochmal schnell. Es müssten auch noch die geschlossenen mit 18 sein, die Brot transportieren können. Am besten zumindest. Nein, die können das auch. Die können genauso Lebensmittel transportieren. Warte mal, das kann der doch genauso. Vieh? Ah, der kann auch Vieh transportieren, okay. Und da haben wir auch relativ viel von. Aber das macht nichts, weil Getreide trotzdem fließt. Der kann in beiden kann der Lebensmittel einlagern. Das ist natürlich ziemlich cool. Dann machen wir das Ding jetzt soweit voll. Und machen die Aktualisierung hier an. So, dann haben wir die Lampe-Linie. Die ist leider auch schon nicht mehr ganz up-to-date. Das wird uns jetzt im Laufe der nächsten Zeit erstmal volle Kanne in die Parade fahren, dass wir jetzt hier solche Aktualisierungen machen. Lass mal kurz gucken, haben wir ja eine schöne Triebwagengeschichte, außer sowas in die Richtung. Ein Intercity. Weil die Intercities gefallen mir halt nicht. Die schauen zwar generell ganz cool aus. Ah, das sind die Züge hier. Mhm. Das ist mir auch alles Dreiertraktion. Wie viel schafft denn der eigentlich mit seinen Geschichten hier? 400, ne? Das ist natürlich eine ganz andere Nummer. Die nutzt er aber leider auch gar nicht, ne? Eine 170er Strecke würde, glaube ich, eigentlich das Ganze auch relativ was kosten, die Betriebskosten gerade. 8 Millionen, der kostet uns die Hälfte gerade mal und könnte sogar fast voll fahren. Eine Zweier-Traktion stelle ich mir da allerdings schon vor. Wenn man das mal so anguckt, ist der zu lang. Aber da könnte man auch eine Zweier-Traktion nochmal hinten dran bauen. Dann wäre mal genau auf der Linie, kostet uns auch 50 Millionen Einzug. Schaut aber geiler aus. Machen wir. Ist gekauft. So, haben wir hier noch was? Ja, genau. Jetzt haben wir die ganzen Waren-Raunheim-Geschichten und so weiter. Das ist die blaue. Ich möchte hier mal alle Güter-Hub-Züge möchte ich hier mal ein bisschen überprüfen gerade. Einfach weil da, ich glaube, da geht einfach viel, viel mehr, wenn wir hier mal ein bisschen Vollgas geben mit den Zügen. Die können maximal 160 fahren, das sollten sie das auch eigentlich tun. Und zwar mit so einer Geschichte. Da will ich jetzt aber auch schauen, dass wir da ein bisschen auf die Peak-Level kommen. Ich guck mal gerade, ob wir einen 160er auch haben, der mir gefällt. Der da hier. Der ist zwar nicht so ganz so stark, aber das macht gerade nichts. Da sind wir im hellblauen Bereich. So. Und jetzt kommen Güter daran. Das ist ein Mischzug, der muss alles transportieren können. Das heißt, wir haben hier Sprit zum einen.
Und da hatten wir vorher den Kesselwagen hier drauf mit 18. Wir könnten mehr mitnehmen, dann wäre der Zug allerdings langsamer. Der wird aber, ich glaube, auch nie seine Endgeschwindigkeit erreichen. Wir gucken uns die Sache mal einfach an. Lassen wir mal kurz fahren. Ich glaube nicht, dass dieser Zug jemals Endgeschwindigkeit schafft. Einfach aus dem Grund, weil die sauschwer sind, die Dinger. Und Brötchen kann er mitnehmen, hilft ihm aber nicht viel. Weil wenn der eh nur 120 schafft, so wie jetzt gerade, ja, dann brauche ich den auch nicht hochzüchten auf 200. Macht ja gar keinen Sinn. Nee, das kannst du vergessen, das kannst du im Fall brauchen, der schafft er nie. Okay. Und dann kriegt der solche Tanker hinten dran. Der hat jetzt aktuell 4 dran. 2. 4. Sechs kriegt er dran. Und dann offene Güterwagen, kann er Stein und Getreide und so Zeugs mitnehmen. Da kriegt er auch mal ein paar dran. 3 vielleicht. Dann kriegt er von den Hoppern noch mal welche drauf. So. Und dann der braucht glaube ich auch noch Rungen, ne? Der fährt auch mit Rungen rum. Ja, 3 Rungenwagen hat er noch theoretisch dran. Guck mal, die sind aber sehr lang, glaube ich, oder? Weil im Verhältnis zu den, selbst zu den guten Rungenwagen sind die schon deutlich größer. Na gut. Schauen wir mal, ob wir noch einen geschlossenen Güterwagen hinten dran hängen können. Dann ist er 412 lang. Dann nehmen wir einen Tanker hier weg. Dann geht's. Machen wir hier eine Aktualisierung drauf. Und da machen wir das ähnlich im Prinzip. Auf der Lampe hier. Und mal schnell die Aktualisierung holen. Und dann machen wir nämlich eine ähnliche Mischung drauf. Bloß diese sehen wir halt jetzt noch nicht, ne? Ich gucke jetzt noch mal schnell. Wir haben ja hier gesagt, eine Elektrolok. Dann machen wir das mal folgendermaßen. Die 185er möchte ich jetzt eigentlich fast nicht auf die Strecke. Die ist wieder eine ganz andere. Die Ziegellinie muss man aufpassen. Die ist mehr auf Hopper gedacht, um unten zu unterstützen. Porsche wäre auf der Linie ganz gut, weil ich glaube, die kann nämlich auch einen Ticken schneller fahren. Naja, wobei auch nicht. Die sind auch alle so... DHL-Geschichte. Ja, die sind kosten aber auch halt entsprechend viel, ne? Die haben zwar Leistung, aber nimm mal so eine Siemens da. Eine Siemens haben wir aber bisher auch noch keine gehabt. Gucken wir mal schnell. Siemens, zack. Bisschen dunkler vielleicht. Ja, ein bisschen heller wieder. Haben wir so eine Siemens auf der Kiste drauf. Und jetzt gucken wir mal. Also, wieder von oben an. 1, 2, 3, 4 mal. Dann haben wir von den Rungen noch welche drauf. 1, 2. Dann haben wir von den Jungs hier noch 2. Dann haben wir hier 12. Hier gehen auch 12. Hier gehen auch 12. Gibt es irgendwas, was alles mitnehmen kann, aber mehr als 12 schafft? Der kann hier zum Beispiel nur Stahl mitnehmen. Ist völlig Banane, ne? Der schafft 18, der 13. Ansonsten bringen uns diese ganzen Kisten eigentlich nicht viel. Wir brauchen Hopper noch auf dem Ding. So, warte mal. Und jetzt brauchen wir noch eine Kleinigkeit. Und zwar trotzdem noch geschlossen.
Lass mich mal schnell schauen. Wir haben hier relativ viele Hopper drauf, aber ich würde ganz gern. Machen wir mal so. Bisschen zu lang die Kiste. Haben wir hier einen Spritti weg. Noch einen. Ja, naja, gut, besser kriegen wir es jetzt auch nicht hin. Aber ich glaube, es passt soweit. Auf die Ziegel zumindest. Weil die macht ja auch noch gut Gewinn. Freunde, wie das weitergeht, das und noch vieles mehr, erfahrt ihr natürlich in der nächsten Folge. Wenn ihr Bock habt, bis dahin, habt eine tolle Zeit, lasst es euch gut gehen. Euer Zwerg, auf ZwergTube, tschüss.